Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem kleinen Update zu Shop Titans. Es gab ein neues Update, was jetzt nicht so gravierend wie das letzte war. Das letzte hat ja einiges durcheinander gewirbelt mit den Talentbäumen prinzipiell. Aber das neue hat auch eine nette Änderung gebracht, nämlich erstmal habe ich ein neues Item, das ich hier jetzt in Massen produzieren kann, um wieder aufzuholen. Aber das habe ich durch den neuen Inhaltspass. Der Inhaltspass bringt auch was ganz Neues, nämlich die Möglichkeit, einen neuen Champion zu rekrutieren. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es nach diesem Update oder nach dem Inhaltspass sozusagen in 13,5 Tagen weitergeht, aber aktuell gibt es hier einen neuen Champion zu erwerben durch die Münzen hier. Hier sieht man ja im Hintergrund Münzen. Und im Inhaltspass, den habe ich mir auch schon, da habe ich schon die 1500 Edelsteine für den Premium-Pfad mir gegönnt. Ja, da sind ein paar nette Sachen dabei, auf jeden Fall ein paar alte und ein paar neue Rezepte. Was ist natürlich Cosmetics, wie immer, die eigentlich keinen Wert haben. Das ist ganz interessant, so ein Pflänzchen, nehme ich gerne. Diese Samen da, oder ja, die sind, die kommen nach. Nachdem man die alle ausgegeben hat für einen Helden, weil die Helden können ja bloß 40 davon nehmen, von diesen Samen, dann kommen diese Pflänzchen, um noch mehr Max-Potenzial rauszuholen. Ich hoffe, die Pflanze hier hat eine Animation, die sieht nämlich fast schon so aus. Sieht man hier irgendwas? Nee. Normalerweise haben ja Animationsgegenstände auch ein kleines Symbol, aber ich kann es nicht erkennen. Ich will Gegenstände, die animiert sind, das ist dann lohnenswert. Das finde ich ein Witz, muss ich zugeben. Gekalk, der Schlüssel, die kriegst du ja nachgeschmissen. Die kriegst du ja nachgeschmissen. Selbst auf niedrigem Level, würde ich sagen. Also ich hatte das schon relativ schnell, die. Zum neuen Helden vielleicht. Der ist ab Stufe 35 erst erhaltbar. Also wenn jemand frisch das Spiel gestartet hat, kann es sein, dass der noch nicht aufgetaucht ist oder noch nicht die Möglichkeit ist. Aber ansonsten ab Stufe 35, Händlerstufe 35, gute Händlerstufe übrigens, die ich jetzt habe. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ab der Stufe auf jeden Fall ist Björn mit da am Start. Gehen wir aber gleich genauer ein. Was auch interessant ist, was auch wichtig ist, es hieße, es gibt genügend Münzen im Pfad kostenlos, um ihn freizuschalten. Jetzt sehe ich aber hier bloß 60 Münzen. Braucht er nicht 150 für die erste Stufe? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Naja. Sehen wir gleich. Was aber sehr interessant ist und jetzt, oh, das wollte ich ja auch anschauen. Ah, 9er Pfad, bloß kein 13er oder 12er Rezept, schade. Egal. Das ist was Neues. Eine Heldenplatzfreischaltung. Wenn ihr noch nicht alle Max-Heldenplätze, die es in dem Spiel gibt, also irgendwo gibt es dann ein Cap sozusagen an Heldenplätzen und wenn ihr das noch nicht erreicht habt, könnt ihr damit eine weitere freischalten, also for free. Das ist ziemlich nützlich, weil dann wird die letzte wegfallen? Nein, dann wird die nächste wahrscheinlich wegfallen. Lohnenswerter wäre, wenn die letzte wegfällt. Aber hey, ein weiterer Held. Ich brauche zwar nicht zwingend weitere Helden, beziehungsweise ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gern als nächst weiteren Held haben würde. Aber da ich jetzt ja auf meinem Talentbaum freigeschaltet habe, dass die auf Stufe 10 starten, kann ich da schon ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht den gescheiten Schurken nochmal. Weil davon habe ich tatsächlich relativ wenig, aber die taugen auch meistens. Ich nehme lieber Magier immer. Egal, so viel dazu. Achso, die Aufgaben vielleicht von diesem Inhaltspass mal kurz überfliegen. Was davon ist realistisch, was davon ist schwierig, was davon schaffe ich. Schon mal interessant, normalerweise war doch der Inhaltspass, war der wirklich bloß 14 Tage sonst oder ist das eine kürzere Variante? Mir kommt es vor, als hätten die anderen Inhaltspässe länger Zeit gehabt. Egal. Tägliche Anmeldung sollte ich hinbekommen, kein Thema. Zerschlage Sparschweine, jeden Tag eins, ist normalerweise auch kein Thema. Ja, wobei, da muss man schon aktiv sein, um das zu schaffen. Da bin ich gerade dran. 100.000! Ja gut, das kriege ich schon hin. Irgendwie, ja, das kriegt man schon hin. Das kombiniere ich gerne mit Verkauf Bogen, weil... Hier, ich muss sowieso auch Bögen noch herstellen. Passt sehr gut. Dementsprechend. Genau, so kann man gut hier gleich mal reinpushen. Ja, das ist dann machbar. Auf jeden Fall. Plaudere mit Erfolg. Mit Erfolg noch plaudern, okay, aber mit Erfolg ist... Das finde ich immer dieses Nervigste. Ich plaudere so ungern mit denen. Das ist immer so nervig. Das ist immer so unbefriedigend, wenn man da Fehlschläge hat. Aber naja. Kundenrabatte geben, Kundenzuschläge geben. Okay, ist beides kein Thema. Das ist natürlich leichter als das hier.
Das wird jetzt ein wenig spezieller. Da muss ich mich, glaube ich, vorbereiten extra. Werde ich wahrscheinlich mit günstigen... Oh Gott, die günstigen Runen, die muss ich dann erstmal produzieren, weil davon habe ich gar nicht so viel auf Lager. Aber ich brauche auf jeden Fall Geistverzauberung. Na gut, da könnte ich auch... Die auf Lager. Ich habe ja hochwertige auch. Die kann ich eigentlich nutzen. Verzaubere Gegenstände. 75 Gegenstände verzaubern. Das ist machbar. Wasserverzauberungen. 65. Auch das ist eigentlich machbar. Das kriegen wir schon hin. Vielleicht produziere ich auch einfach die Runen noch nebenbei. Dann brauchen wir Mahlzeiten. Mahlzeiten müssen produziert werden. Ja. 175 Mahlzeiten. Du bist eine Mahlzeit, oder? Bist du eine Mahlzeit oder bist du was Süßes? Mal kurz reinschauen. Ja, wo ist er? Da. Ah, das ist keine Mahlzeit. Okay, dann schaue ich mal, muss ich Mahlzeiten auch noch machen oder habe ich das auf Stufe 10 schon fertig? Ich habe ja hier bei meinen Favoriten die, die Stufe 10 sind, damit ich erst die alle fertig mache. Und niedriger. Also wenn ich hier beim letzten Goldstadt-Event kam, zum Beispiel diese luxuriöse Speer und... Dieses einmal Platin-Insigne dazu. Die haben wir wunderbar, haben wir wieder alles gerockt beim Goldstadt-Event. Ich war sogar ein bisschen, ich habe ein bisschen zu spät gestartet, habe es trotzdem noch geschafft. Wunderbar, wunderbar. Trotzdem, Goldstadt-Event ist eigentlich eine teure Angelegenheit meistens. Das kostet Bonusgegenstände wie Federn und irgendwelche Boost-Items. Das ist immer tricky. Gut schauen. Hier, das ist das Essen, glaube ich. Ja, das ist die Mahlzeit. Da muss ich Gemüsespieße fokussieren. Gemüsespieße fokussieren. Dazu brauche ich aber auch die Kräuter. Also da hat man ja gesehen, da braucht man Kräuter, aber das ist kein Thema. Und das da brauche ich, ist auch kein Thema. Sagt er und hatte schon keine mehr. Aber seht her, kein Thema. Dann produzieren wir also auch Gemüsespieße. Um die Quests hier abzuschließen. Bogen ist auch, so, ist auch gut mit Holz in Kombination. Sammle Komponenten von Quests, erhalte Prämientrophäen, da muss ich... ja gut, 45 ist ja easy. Das schaffe ich ja ohne Probleme. Meistens Samstag oder Sonntag, wenn alle anderen schon... Wenn sozusagen schon die Gilde alle Punkte für eine Woche zusammen hat, dann ist es leichter, weil dann sind Quests übrig. Dann kann man schön frei auswählen, was man gerade macht. Und kann man mehrere Quests hintereinander machen. Das finde ich immer sehr angenehm. So... Wir müssen ja mit Geistern verzaubern. Hier, Geister verzaubern. Und hier haben wir die Quest mit Geist verzauberte Sachen zu verkaufen. 75. Das ist dieselbe Anzahl, oder? Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Na, dann verkaufen wir die, die wir verzaubern. Hm, sollte ich relativ nah zeitnah machen. Öffne Truhen. 23. Ha! Easiest. Easiest game of my life. 23 Truhen öffnen. Die Billo-Truhen, so nenne ich sie mal, diese Truhen, die öffne ich nämlich nie. Ich öffne nur, wenn ich hier noch welche brauche. Alles andere nur auf Zuruf, nenne ich es mal. Auf Zuruf, nämlich, damit meine ich, und hier meine ich das mit den verkalkten Schlüsseln, davon habe ich mehr als genug. Plus Truhen. Davon habe ich mehr. Auch mehr als genug. Die Truhen kann man... Die Schlüssel kann man in Truhen umwandeln. Umgekehrt leider nicht. Das wäre geil. Aber die Schlüssel sollten ja dann später mal mehr kommen, wenn ich das bei den Perks freigeschaltet habe. Brauche ich aber noch massivst Geld. Die höchste Truhe ist... Die hier. Dann machen wir 23 davon auf. Bis zu 12. Merkt euch... Ja, da kriegt man ein paar schöne Sachen noch dazu. Fülle ich mich ein bisschen mit den Bonusgegenständen, den Premium-Gegenständen, die man ja sonst nicht bekommen kann, auf. Ist jetzt nicht das schlimmste Schicksal meinerseits. Bin ich für die nächsten Events ein bisschen besser ausgestattet. Oh, sogar... Ah, habt ihr es gesehen? 150 stand da. Frech, nicht wahr? Frech. Oh, drei von denen. Jawohl. Gönnung, Gönnung, Gönnung. Jawohl, nehme ich alles gerne. Hatte ich irgendwann mal vorgehabt, irgendwann mal im Balk alles zu öffnen. Und dann habe ich mir gedacht, das brauche ich nicht alles im Balk. Also in der Masse, weil... Wozu? Andererseits, mir gehen langsam die Entwurfsschriftrollen tatsächlich aus. Wenn ich so fleißig weitermache... Oh, sehr schön, epische Sachen. Legendäre wäre auch ganz gut. 23 war bis... Was? Bis 12, oder?
Oder was, bis 13? Ach, machen wir bis 12. Ich habe dann auf jeden Fall mehr als genug von den Ressourcen. Und dann schauen wir mal jetzt, ob ich... Katsching, katsching, katsching. 1, 2 und 3. Nein, lass mich erst noch das letzte zu Ende machen. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Bam. Jetzt kann man das machen. Weil jetzt kann ich das da aktivieren. Sehr gut. Das können wir aktivieren und das können wir aktivieren. Mega. So, ich habe eine neue Schriftrolle freigeschaltet. Die ist genau zu niedrig im Level. Stufe 6. Können wir gleich mal produzieren. Außerdem hier etwas freigeschaltet. Was ist das? Schauen wir mal gleich. Ein Kessel. Aber der hat kein solches Symbol. Heißt, der ist nicht animiert. Genau, der ist einfach... Wobei doch, der sieht eine... Da brennt's. Das ist für mich eine Animation. Du kommst mit hin. Jawohl, der kocht und brennt. Das ist eine Animation für mich. Okay, der hätte das verdient. Sehr gut. Schönes Item. Item mit Bewegung ist immer gut. Dann... Das war das. Dann haben wir schon mal das abgeschlossen. Haken dran an den Truhen. Mit Edelstein öffnen werde ich nicht machen. Vertraute fertigen? Ja, das kriege ich schon eher hin. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, die Vertrauten auf der Ebene schon alle fertig. Ich werde kein Mega-Paket kaufen und ich werde auch kein königlicher Händler. Kein weiteres Geld investieren. Ist nichts vorgesehen. Das Einzige, was mich dazu wahrscheinlich bringen würde, wäre richtiger Content, den man nur kaufen kann. Wie zum Beispiel die Premium-Handwerker und deren Handwerksreihen. Das ist für mich leider ein Grund. Also zum Beispiel der Süßigkeitenhersteller. Die möchte ich haben. Gut. Also, ihr seht, da kann man einiges machen. Jetzt schauen wir uns mal diesen neuen Champion, den Bjorn, mal genauer an. Weil ich habe ihn zwar noch nicht freigeschaltet, aber man kann ihn schon anschauen. Genau, benötigt folgendes. 150 Bjorn-Münzen. Im kostenlosen Pfad sind plus 60 drin. Also, was sie da in ihren Patchnotes schreiben, dass es im kostenlosen angeblich gehen soll, das halte ich für ein Gerücht. Aber gut. Was ist denn die Besonderheit von ihm? Erstmal, er sieht cool aus. Sieht stylisch aus. Vielleicht hat er sogar auch eine Story, wie alle, wie die meisten anderen oder alle anderen Champions. Also kriegt man auf ein paar. Da kriegt man dann ein paar Diamanten wieder zurück, wenn man die Stories ablaufen lässt. Und dann, was ist der? Bjorn, Wegfinder, ein unzertrennliches Duo von Waldhütern. Anerkannte Experten, was das Erkunden von unerforschten Dungeons betrifft. Mit seiner Spezialfähigkeit doppelt gemoppelt. Boni für Angriff. Lebenspunkte und kritischen Schaden der Gruppe. Außerdem, Boni werden während Blitzquests verdoppelt. Gewährt einen zusätzlichen Blitzquest-Versuch. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich finde zwar die Blitzquests super stressig, weil die unterbrechen immer den Spielfluss bei mir. Zumindest gefühlt. Jetzt aktuell auch. Und manche sind halt absolut unnötig. Also hier Blitzquest für Erfahrungspunkte. Weiß ich nicht. Es gibt zwar einige, die noch Erfahrungspunkte brauchen, aber das ist etwas, das hat keine Eile, finde ich. Deswegen unnütz. Aber es gibt dann auch welche, die dann Runen bereithalten, Spezialgegenstände oder Premium-Gegenstände, also irgendwelche Verbrauchsmaterialien, die man sonst nicht bekommen kann. Dementsprechend einige Blitzquests sind da schon reizvoll. Heißt also, ja, der kann schon was bringen und... Welche Werte er am Ende hat, das weiß ich leider noch nicht. Also ob er gut ist, ob er besser ist als manche andere. Warum leuchtet es hier so? Geht's hier gut, Regal? Ach so, ja. Oh ja, stimmt. Durch das... einige Sachen sind dazugekommen. Perfekt, perfekt. Kein Thema. Ja, kein Thema. Alles muss weg. Jupp, abgeschlossen, perfekt. Ah, alles easy. Gut. Auch hier bin ich schon weit vorangeschritten. Obwohl das schon erweitert wurde. Aber... Oh Gott. Oh Gott. Wenn man bedenkt, wie weit es geht. 55.000. Ich bin bei... Was war es? 6.500 oder so? Fast nicht mal. Da ist noch ein weiter Weg vor mir für die Sammlungen. Trotzdem ganz nett. Ich will irgendwann mal vielleicht bei der Gilde hier auf dem Treppchen mit platziert werden. Aufstiege,
keine Chance. Ich gebe ja nichts mit Sammlungs. Ich gebe ja nichts aus. Ich gebe ja bloß super Sachen. Und hier, ja, da bin ich jetzt schon recht gut vorangeschritten, aber es sind neue dazugekommen, die höher sind. Beziehungsweise da habe ich einen weiten Weg zu gehen. Prämien habe ich auch keine Chance, da werde ich auch abgehangen. Beziehungsweise kamen auch neue dazu. Dementsprechend schade. Mein Eigenkapital ist ordentlich in die Höhe geschossen. Das ist auf jeden Fall, durch Aktivität wird es... Es wurde auf jeden Fall in letzter Zeit schneller. Seit der Laden groß erweitert wurde, konnte ich immer mehr kaufen. Aber meine Investitionen sind dafür zurückgegangen. Das liegt aber auch, um mich rausreden zu können, dass... Ich habe zwar letztens wieder 100 Millionen hier rein investiert in die Stadt, aber das ist halt ein Witz im Vergleich, was man hier braucht. Ich will halt hier weitermachen und es kostet halt jedes Mal 100.000 mehr. Und ich habe noch 7 Punkte vor mir. Heißt, ich muss noch einige Milliarden da reinstopfen. Und dann bin ich gerade mal auf dem Status Quo. Bis dann komme ich bestimmt wieder auf Stufe 70, dann brauche ich nochmal eine Milliarde mehr, so in etwa. Aber das ist ein Goldsink. Holla die Waldfee. Also Gold wird wertvoller dadurch. Keine Frage, aber unangenehm. Außerdem hat das Update bei mir den Gegenstandseffekt-Haken reingemacht. Und ich finde das super unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr den anhabt oder war der... Gab es den vorher schon? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht, ob er angemacht wurde oder einfach so. Weil jetzt kommt... Das tut weh in den Augen, wenn so ein Gegenstandseffekt triggert, finde ich. Also mir tut es weh, wie das da aufblitzt. Das ist man als ITler nicht gewohnt, dass es so hell wird. Das tut doch weh. Auch wenn ich mehr Effekte gerne sehen würde, aber ganz ehrlich, also ich muss ja mit dem plaudern. Plaudern, fehlgeschlagen, hasse ich. Also das tut weh, den Haken muss ich auf jeden Fall wieder raustun, weil das geht so nicht. Das geht absolut nicht. Ein paar kleinere Änderungen gab es auch noch, aber die sind nicht so wirklich hervorhebenswürdig. Ansonsten bin ich fleißig hier am Weiterentwickeln, wie man sehen kann. Ihr habt ja schon dort unten gesehen, also ich bin ja schon bei Stufe 10 bei den Gegenständen und ja, baue da alles aus, fleißig wie ich bin, eins nach dem anderen. Geldtechnisch läuft's auch, habt ihr bei meinem Eigenkapital gesehen, dass das gut wächst. Das dort hinten ist ja schon alles fertig gewesen, jetzt habe ich hier die Bereiche auf Stufe 11 gemacht, damit sie die auch maximale Größe haben. Und jetzt fehlen nur noch die 5 Gerätschaften auf Stufe 11 zu bringen, dann glaube ich, habe ich auch für Energie, aus Energiesicht eine ordentliche Anzahl zusammen, würde ich mal behaupten. Gut, mehr geht immer, aber ist erstmal ein guter Anfang. So, das prinzipiell zum aktuellen Update. Als nächstes, was kommt denn als nächstes eigentlich für ein Event? Briefkasten. Da ist nochmal Björn Inhalts. Was witzig, dieses Schweinchen auf jeden Fall. Ich kenne. Die Launen des Königs. Ach, das ist dann wieder mal. Launen des Königs ist, glaube ich, wieder Entspannung eher. Da habe ich schon beim letzten Mal tatsächlich nicht wirklich hundertprozentig drauf geachtet, weil das letzte Mal war ich noch dabei. Oh, stimmt ja. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich vielleicht ein Video gemacht habe. Aber das letzte Mal habe ich noch hier die ganzen Runen. Oh, shit, ich bin noch nicht gegangen. Achso. Die 12er Runen habe ich alle fertig gemacht, genau. Runen und Geister, bis auf diese eine Rune, aber prinzipiell, die ist ja sozusagen in der Favorite-Leiste, die ist ja auf Stufe 10 automatisch mit dabei. Habe ich alles abgeschlossen. Wunderbar, wunderbar. Und dementsprechend schauen wir mal. Genau, hier sehe ich auch, wie viel ich von was habe. Von den hinteren habe ich genügend. Also die Geist-Quest kann ich machen und Wasser. Da werde ich wahrscheinlich auf die Kleinen zurückgreifen müssen, weil es geht schneller. Auch das ist machbar. Ich habe jetzt noch nicht zusammengerechnet, wie viel man, also wie knapp es diesmal ist. Beim letzten Mal fand ich es ultra knapp, das zu erreichen, alles zu bekommen. Aber wird auch dieses Mal machbar sein. Es sieht jetzt nichts überlegend schwer aus. Überlegend schwer. Beim letzten Mal waren ein, zwei Sachen, die konnte ich eigentlich nicht schaffen, weil zum Beispiel ein Boss der leeren Region, wenn ich den noch nicht freigeschaltet habe und noch weit weg davon bin, ihn freizuschalten, ist es halt schwierig. Das finde ich aber schön, verhindere Waldbrände. Achso, ja, okay, das Thema ist ja von ihm, er ist ja Waldhüter. Was sonst hätte ich gesagt, ja, das ist thematisch passend gerade zur aktuellen klimatechnischen Situation in unserer Welt. Aber nee, das ist, glaube ich, bloß Zufall.
Stämmiger Schwiegersohn. Scheinbar. Moment, ist es der Schwiegersohn? Ja, kann schon sein. Wer ist dann die Mutter? Die Mutter muss ein Ork sein. Vielleicht ist die... Oh, wenn der Held da vielleicht der Sohn ist. Ist vielleicht sie die Mutter? Kann das sein? Oder gibt es noch eine weibliche Ork hier? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht findet man das raus noch irgendwann. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Das zu einem neuen Update, wie es bei mir läuft. Alles läuft, alles läuft, alles entwickelt sich. Und nächstes Mal sehen wir uns hoffentlich wieder bei den nächsten Updates. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.